Ja, schönen guten Morgen, schönen Vormittag. Ein paar Zahlen sind ja schon gefallen. Ich möchte mir erlauben, Sie heute auch noch mit ein paar Zahlen zu bombardieren. Ich möchte Sie deshalb mit Zahlen bombardieren, weil Sie einfach so groß sind. Weil Sie in den letzten Jahren so groß geworden sind. Wenn ich kurze Standardanalyse mal machen darf, wer von Ihnen liest seine E-Mails am Handy? Wer hat das vor 2 Jahren schon getan? Vor 3? 5? Ich glaube, jetzt merken Sie, was sich bei uns hier geändert hat. Als die Daniela gesagt hat, Mobile Marketing, ich habe das zu Beginn dieses Jahrtausends gemacht und haben gesagt, da kommt was Großes auf uns zu. Und wir haben das auch versucht, irgendwie in kommerziellen Rahmen zu bringen. Ich muss sagen, es war schwierig. Es war extrem schwierig. Wenn Sie heute sehen, was sich mobile aufspielt und wie viele Unternehmen unterwegs sind, wie viel hier umgesetzt wird, dann können Sie mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir hier nicht nur am Beginn des Ganzen sind, sondern dass hier eine ganz, ganz große Welle auf uns zukommt, im positiven Sinne mit all den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Ich glaube, es ist kaum ein Vortrag in den letzten Jahren vergangen, wo man gesagt hat, alles wird sich ändern, alles ist anders, alles kommt digital. Und oft wurde auch die Frage gestellt, was glauben Sie, wie viel Zeit wird man in der medialen Nutzung online verbringen? Und wenn Sie sich die Frage selbst stellen, dann wird wahrscheinlich irgendwas so kommen, wie wenn man den österreichischen Markt sich anschaut, mediale Nutzung in der Freizeit ist ungefähr 17-20% online. Ja? Es gibt viele, die behaupten, online wird 100%. Sagen Sie, was meint er damit? Online wird deshalb 100%, weil es einfach die Zusammenführung der verschiedenen Kanäle gibt. Es wird mit Sicherheit so sein, dass es nicht mehr nur ein Medium gibt, das ich jetzt gerade konsumiere. Ich glaube, Sie kennen das alle aus Ihrem eigenen Verhalten, sondern es wird einfach eine Verschmelzung da sein. Ich glaube, relativ einfach darzustellen. Ich komme zu den großen Zahlen. Bitte stellen Sie sich vor, wir sind derzeit in einem Bereich, wo wir 2 Milliarden Menschen mit einem Internetzugang haben. In Europa sind das gerade einmal 2/3. Und das war vor 10, 15 Jahren noch absolut unvorstellbar. Aber noch interessant, und deshalb auch die Frage wegen der Mobile Devices, im letzten Quartal des Vorjahres wurden bereits mehr Smartphones als PCs verkauft. Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht zu sagen. Und eine Zahl, die ich tagtäglich nach oben korrigiere, und ich frage mich, wie lange das noch geht, das ist die letzte hier. Ich kann nicht für andere Marktteilnehmer sprechen, ich kann nur für uns sprechen, dass wir täglich bitte 400.000 Android-Devices neu angemeldet bekommen in dieser Welt. Jetzt rechnen Sie einmal hoch, täglich 400.000, was sich da in einem Monat tut. Und diese Menschen haben Devices dieser Art, genauso wie Sie, nicht nur um hier zu telefonieren oder SMS zu schreiben, natürlich nicht, sondern wir sind hier in der vollen digitalen Welt, wir sind hier voll im Internet, wir sind hier voll in der Nutzung drinnen. Und ich habe versprochen, es kommen aber große Zahlen, auch die erste Zahl mit den 3,6 Milliarden, weiß ich nicht, ob das jetzt die aktuellste ist, weil es werden auch Zahlen von 4 Milliarden Suchen pro Tag kolportiert. 4 Milliarden Suchen. Und ich möchte das nicht irgendwie mit Reichweiten von Medien oder so in Vergleich bringen, weil es für mich etwas komplett anderes ist. Für mich heißt Suchen aktiv etwas wissen wollen, aktiv etwas zu brauchen und nicht nur reaktiv zu konsumieren. Und Suche, auch ein großes Stichwort, 50% aller Smartphone-Nutzer beginnen im Netz einzusteigen mit einer Suche. Eine andere Zahl, die nicht hier oben steht, aber weil es YouTube betrifft, um sich auch hier die Dimension vorzustellen. Ich habe noch vor einem halben Jahr gesagt, wir haben pro Minute 24 Stunden Video-Content-Upload. Ja, also jede Minute rund um die Uhr, jeden Tag in der Woche und so weiter. Und zwar 24 Stunden, jede Minute dazu. Nicht nur, dass es ein hoher Speicherplatz ist, der hier benötigt wird, aber unsere eigenen sagen, Speicher ist angemietet. Ja. Storage ist angelegt. Das ist überhaupt kein Thema mehr. Auch derartige Mengen. Und jetzt korrigiere ich die 24 Stunden pro Minute auch auf 30, weil das ist die aktuelle Zahl.
und ich bin gespannt, was man in ein paar Wochen oder ein paar Monaten zu dem sagen kann. Ich kann nur sagen, jetzt weiß, wissen wir, es explodiert. Nutzung. Ich glaube, wenn wir heute über den unberechenbaren Konsumenten sprechen, dann schauen wir uns doch nochmal die Mobile versus Desktop-Nutzung im Tagesverlauf an. Und das sind bitte Österreich-Zahlen. Ja? Und vor ein paar Jahren habe ich das nur aus Japan gezeigt. Da ist einfach am Abend die mobile Nutzung in die Höhe gegangen. Da hat man nur fast Witze gemacht und hat gesagt, ja, die Japaner, die gehen dann nicht irgendwie schlafen oder schauen fern, sondern die browsen herum. In Wahrheit sind wir hier heute auch schon mit der Mittagspause schön vertreten. Sie sehen, wie viele Anfragen steigen des Abends hin. Und um nur eine Relation zu geben, wir sind hier in einem Bereich von ungefähr 7% des Traffics bereits. 7% des Traffics bereits mobile. Und Sie wissen, wie sich das entwickelt. Und jetzt schauen wir uns das am Wochenende an. Nicht groß überraschend, die Mittagspause fällt weg. Es geht gegen eine Abendnutzung hier. Also wir wissen, die Desktop-Nutzung ist am Abend, am Wochenende intensiver. Und dann geht es noch ein bisschen hinten raus. Und dann kommen noch die mobilen Suchanfragen. Die sind nochmals um 2% höher, mobil am Wochenende als unter der Woche. Dass die Zahlen groß sind, ich glaube, die sind Ihnen relativ bekannt. Das ist jetzt nichts besonders Neues. Aber ich möchte immer wieder darauf hinweisen, die über 60-Jährigen sind bereits mehr als jeder zweite online. Jeder zweite über 60-Jährige beschäftigt sich mit der digitalen Welt, beschäftigt sich mit dem Internet und diesen Möglichkeiten. Und, weil ich vorhin von Search gesprochen habe, natürlich 80%, nicht natürlich, aber so sehen Sie, der Internetnutzer kommen über eine Search Engine, welcher Art auch immer, auf die eigene Website. Eine wichtige Zahl zum Thema Nutzererwartung ist einfach die, dass man sagt, eine führende Marke, ein führendes Unternehmen, über 70% wird einfach auch erwartet, dass die auf den oberen Suchergebnisseiten erscheinen. Und mehr als ein Drittel, und das muss man sich schon vorstellen, und ich glaube, das passiert uns ja allen auch so, stellen die Nutzung oder die Positionierung einer Marke in Verbindung mit der Relevanz in diesem Bereich. Ich nehme auf Beispiele, wenn Sie einfach einen günstigen Kredit suchen und Sie haben Ihre Hausbank wahrscheinlich im Kopf, und die ist dann bei den Suchergebnissen nicht dabei, Sie werden nicht die Hausbank wechseln. Zumindest nicht so schnell, aber vielleicht wird es Ihnen zu denken geben. Wenn Sie ein sicheres Auto suchen und Sie haben eine Marke im Kopf, Sie suchen danach und finden Ihre Marke nicht, dann werden Sie auch ein bisschen drüber nachdenken. Und das löst mit Sicherheit irgendetwas aus bei Ihnen, das ich sagen möchte, wird einen Effekt haben. Wie schaut es nun aus? Wir alle kennen die Regalflächen, wir alle wissen, wenn wir irgendwo vorbeigehen, was da steht, das nehmen wir, was nicht da steht, können wir nicht nehmen, selbstverständlich. Es ist im Digital Shelf Space nicht anders. Das, was Sie täglich sehen, ist, glaube ich, relativ klar. Hier präsent zu sein, heißt auch, hier eine Chance zu haben, einen neuen Kunden zu gewinnen, heißt auch, hier Chance zu haben, einen Traffic zu gewinnen. Und das Ganze natürlich in einer mittlerweile seit 12 Jahren sehr bekannten Art und Weise mit organischer Suchergebnisse bzw. auch mit Paid Search. Ersparen Sie mir bitte das heute halt erklären, ich habe das die letzten Jahre sehr oft getan und ich nehme an, es ist wirklich durch. Eine ganz, ganz wichtige Frage und eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich glaube, wir werden heute oder meine Kolleginnen und Kollegen in den Vorträgen dann heute noch sehr viel darauf Bezug nehmen, wenn Sie sagen, was haben Tweets mit Marken zu tun? Ja? Die Antwort ist einfach, 20% nehmen Bezug drauf. Also das heißt, hier ist schon eine Involvierung. Ja? Ich frage mich schon sehr oft, was brauche ich in den sozialen Netzwerken, gewisse Marken, gewisse Angebote. Was denkt man sich dabei? Gestatten Sie mir diese Offenheit. Aber anderes zeigt uns bitte ganz, ganz eindeutig, dass hier schon, wenn eine Relevanz vorhanden ist, dieser Kontext gesucht wird von den Usern. Das ist bitte ganz, ganz wesentlich, dass man hier mitspielt. Ich glaube, das ist auch überhaupt keine Frage. Und wenn Sie heute schauen, dass mehr als ein Drittel in den Blogs über Marken oder Produktreviews passiert, dann können Sie sich auch vorstellen, in dieser Grundgesamtheit, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dass hier wirklich ganz, ganz viel Meinungsbildung, Markenbildung, Image geprägt, die Macht aber auch wahrscheinlich ein bisschen zerstört wird.
Und hier eines meiner Lieblingsbeispiele, auch schon öfter gezeigt, diese sogenannten Hall-Videos. Mir wird jedes Mal schlecht, wenn ich bei so einem Lasch vorbeigehe, aber das ist jetzt eine andere Geschichte, das ist schrecklich. Und da ist diese selbsternannte Dame, junge Lady sagen wir netterweise zu ihr, die einfach ein Testimonial geworden ist in einem Ausmaß, in einem Umfang, das unvorstellbar war. Ja, die hat einfach YouTube-Videos produziert, hat sich einfach dorthin gestellt und hat irgendetwas dahergeplappert. Wenn Sie interessiert und wenn Sie gute Nerven haben, schauen Sie sich das bitte an. Sie werden einige Minuten brauchen, um sich zu fassen. Ich sage das wirklich in aller Ernsthaftigkeit, aber natürlich hier nur eines hier herausgenommen. Und sie hat auch Videos mit einer weit, weit höheren Frequenz. Sie ist im Millionenbereich und kein Zufall, deshalb auch hier meine liebe Marke Lasch, die dann auch die Produkte integriert. Da gibt es hunderte und mittlerweile tausende Beispiele, die sind nicht gesteuert worden. Und wenn wir jetzt uns wieder ein bisschen zurückdenken, wenn Sie heute Marketingentscheider sind, dann suchen Sie nach Testimonials, dann suchen Sie nach Markenträgern, dann suchen Sie nach Personen, von denen Sie sich vorstellen können, dass sie gut sind für Ihre Marke. Hier ist es von ganz allein passiert. Da hat niemand gefragt. Die Marken sind dann nachher erst aufgesprungen. Es gibt wunderbare Spots, wo, ich weiß nicht, wer das kennt, schaut eher so wie arbeitslose Vorstadtkinder in Paris aus, die einfach Dosen werfen. Ja? Dosen im Mülleimer. Von ja? großen Entfernungen. Ne? Unheimlich amüsant anzusehen. Am Anfang waren es irgendwelche Dosen, dann waren es sehr bald Coca-Cola-Dosen. Nichts Großartiges hat sich geändert, die Leistung ist immer noch cool. Sonnenbrillen werfen auf die Sichter, ja? weil nie, ob das wirklich jetzt super defekt ist oder echt ist. Ja? Manchmal waren irgendwelche Sonnenbrillen, manche werfen sie immer Ray-Ban. Hat wahrscheinlich ganz gute Gründe. Und ich habe vorhin auch gesprochen in den Blogs, in den Reviews, in den wirklich tausendmal gesagt, User-Generated Content sind die Marken drinnen. Fragen Sie mich nicht, wie man steuert. Ich glaube, wir können heute vielleicht andere versuchen zu beantworten, was sie tun soll. Ich kann hier nur den Status quo sagen, das findet statt und das findet in einem ganz, ganz großen Ausmaß statt. Und ich glaube zudem, das sollte auch die Basis sein für den restlichen Tag heute, wie passiert hier eine Kaufentscheidung, wie sehr beeinflusst Social Media die Meinungsbildung, die Entscheidung. Und Sie sehen, Freunde ist das allererste. Das ist jetzt nicht groß verwunderlich, weil Sie alle sind als Menschen aufgewachsen in der One-to-One-Kommunikation. Das ist das, was wir im konventionellen Medienbereich logischerweise nicht machen konnten, ja, in den etablierten Offline-Medien. Hier können wir es wieder tun, hier können wir es wieder in einer Skalierbarkeit tun, die wir in dem Ausmaß zu Beginn dieses Internetbooms nicht wirklich absehen haben können oder wollen oder verstanden haben, was hier wirklich passiert. Darum hat man dann relativ lange über Web 2.0 geredet, was für mich nie eine Sensation war, weil es einfach eine Lösung war von dem, was bereits da war. Freunde, Online-Freunde, das sind die Empfehlungen, dazwischen sind die Experten. Aber wenn Sie sich das anschauen, wenn Sie das hier zusammentun, dann wissen Sie, es geht um diese Peers. Und schauen Sie sich das an. Wir haben uns ein bisschen auseinandergesetzt damit, was vielleicht auch ein Sieg war, und dann haben wir uns dann angeschaut, was letztes Jahr war. Ja? Produktreviews. Im Jahr 2007, 50% haben 10 Minuten oder mehr mit Produktreviews verbracht. Sie sehen schon hier, mit dieser Leitlinie gestellt. Ja? Da kann man sagen, okay, das hat ein bisschen einen Einfluss, diese ganze wirtschaftliche Entwicklung in den letzten Jahren, eine gewisse Unsicherheit, aber auf der anderen Seite ist es einfach so, dass die Möglichkeiten, die wir haben, von immer mehr Menschen entdeckt werden und immer tiefer gesucht. Ich bringe Ihnen eine andere Zahl, durchschnittlich, bis Sie heute, ich rede jetzt nicht von einem schnellen Business-Flug, das heißt eine Reisebuchung, haben wir einen Klickstream von ungefähr 9. Das heißt 9 Klicks von Beginn der ersten Suchanfrage bis zur Buchung. Das ist so im Schnitt. Und da müssen Sie sagen, okay, was ist entscheidend? Wann muss ich dabei sein? Was spielt sich dazwischen ab? Welchen Markenkontakt habe ich? Bookmarke ich das eine? Habe ich inzwischen irgendwo im Social Media, weil ich das vorher noch gezeigt habe, eine Information bekommen? Beginne ich von neuem wieder? Das sind Prozesse, die können wir nicht steuern, die können wir auch nicht wirklich vorhersagen. Wir können nur sagen, es gibt gewisse Trends.
um zu den Trends zu kommen, muss man sich einmal vorstellen, 80 oder mehr Bewertungen gelesen, wir sind bereits im letzten Jahr bei 40%. Ja? Man liest wirklich 8 Bewertungen, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, das man sich anschaffen oder leisten will. Und dann geht es natürlich weiter, 16 oder mehr Bewertungen haben immerhin 12% gelesen. Das ist ja auch kein Problem. Ja, wir sagen eines, weil ich es vorhin gesagt habe, One-to-One, was heißt One-to-One? Es geht jemand auf mich ein. Ja? Man ist sich gegenüber. Das ist für mich jetzt da. Das war nicht immer mit den Produkten so. Das war nicht mit den Medien so. Das war in Masse. Ja? Wenn Sie heute in einem durchschnittlichen Geschäft gehen, haben Sie eine gewisse Produktanzahl. Die ist vorgegeben, die ist da, das ist natürlich convenient. Sie sind schon da, Sie können sehr virtuell mitnehmen und sofort verstehen, Sie können es angreifen, Sie können es sehen, Sie können es erleben. Der Nachteil ist, Sie sind natürlich auf das Angebot beschränkt. Oder vielleicht sagt man, naja, bestelle Sie, dann steht ein Katalog auf und so weiter und so fort. Was passiert im Netz? Was ist das, was wirklich kommerziellen Erfolg bringt? Und bitte, ich rede hier nicht von einfach lustigen Entwicklungen und Späßchen, sondern ich rede hier von großen kommerziellen Erfolg, und wirklich Geld dahinter steckt. Darum geht es. Ein Beispiel. Sofas. Schauen Sie sich es einmal an. Schauen Sie sich einmal wirklich an. Sie können Sofas selbst designen. Die werden von Sie gemacht. Und das zu einem Preis, dass ich sage, ich kann bei Ikea nicht halten. Das muss man sich hier vorstellen. Sie bauen hier individuelle Sofa. Sie kennen es von Schuhen, ja? Große Marken wie Nike, Timberland, ja? Sie bestellen sich ihre Schuhe. Sie machen das. Wie ist es früher? Vielleicht nicht alle, aber beim Schuster oder sonst irgendwas. Ja? Plötzlich hat man echt Design, persönliches Produkt. Man hat die Möglichkeit, es für sich wirklich machen zu lassen. Zu einem Preis, der einfach unvorstellbar war noch vor kurzer Zeit. Und damit hat man das verlieber. Ganz so. Anderes Beispiel. Schokolade. Es ist ein Traum, was sie machen können. Sie haben wahrscheinlich mal Müsli. Ja? Sie haben lange damit begonnen. Das ist ein riesiger Erfolg. Ja? Und mein Müsli geht heute stationär, wer Villa Corso kennt, der kann jetzt mal Müsli abholen. Ja? Also komplett umgekehrter Weg. Ein für mich eines der appetitlichsten Beispiele, die Patisserie. Stellen Sie sich diese Anzahl an Konfekt vor. Stellen Sie sich einmal diese Tiefe vor, Sie sehen sich eines aus und das ist einfach so schön gemacht, dass ich eigentlich würde, das immer wieder anzuschauen, suche mir das eine raus und bekomme das dann wirklich auch entsprechend geschmackig hier präsentiert. Also das ist wirklich ein Erlebnis, zwar kein haptisches, aber wie man sich wirklich vorstellt, dass man auch entsprechend Gusto bekommt. Kann man wirklich sagen, schauen Sie sich diese Dinge an, man wird im Marketing nicht umhin kommen, sich in einer Tiefe und auch mit dem Businessmodell, das dahinter steht, auseinanderzusetzen. Ein wunderbares Beispiel noch, und dann kommen wir gleich wieder zu Mobile, wenn man das halt wirklich priorisiert. Stellen Sie sich vor, wir haben es hier auf Apple, natürlich geht das andere auch, ich sage nicht besser, ich sage mindestens, Sie fotografieren Mode, Sie fotografieren Menschen in einer gewissen Kleidung. Und der Cloud macht es möglich, diese Art der Kleidung zu erkennen. Und Sie können dann auch sagen, wo Sie es kaufen können, wo Sie es gleich bestellen können. Und geben nur mehr die Größe ein und ein paar Tage später oder vielleicht einen Tag später haben Sie genau dieses Kleidungsstück bei sich zu Hause. Und manche bestellen gleich zwei verschiedene Größen, weil dann kann man eines zurückschicken und das andere weiß jetzt gleich das nächste. Das ist übrigens eine große Herausforderung für den Onlinehandel, dass sehr viel bestellt wird und dann auch sehr viel auch gleich bewusst wieder zurückgeschickt wird. Andere Story. Aber für mich eines der stärksten Entwicklungen. Ja, Sie müssen sich ja vorstellen, was da für Daten dahinter stehen. Ja, ich habe jetzt ein Bild, das kommt in den Cloud, das heißt, kommt zu irgendeinem Server, wird abgeglichen, muss ja auch erkannt werden als solches. Und dann muss ich mal schauen, wo passt es hin? Und dann muss ich ein Produktangebot finden und das Ganze passiert im Mikrosekundenbereich. Für mich eine der stärksten Applikationen, wie man sich nur vorstellen kann, und ich sage, es ist nur bedingt sexy, es ist nur jetzt nichts eigentlich Außergewöhnliches. Aber in Wahrheit ist es das schon. Stellen Sie sich vor, was immer Sie beim Einkaufen sich gewünscht haben, die Applikation kann es. Die Applikation sagt Ihnen im Supermarkt, wo das Produkt ist, in welcher Zeile, sagt Ihnen den aktuellen Preis und sagt Ihnen, wo Sie es anderswo vielleicht billiger bekommen können.
Sie können die Inhalte, Sie machen hier Ihre Einkaufsliste, Sie können diese Einkaufsliste weiterschicken, wenn Sie gerade nicht selbst, sondern jemand anderes im Bereich einkaufen geht. Sie sehen, wo es am billigsten ist. Sie definieren das Umfeld, wie weit Sie bereit sind zu fahren. Ja, ich fahre nicht durch die ganze Stadt, nur weil es irgendwo um 50 Cent billiger ist. Das können Sie alles einstellen. Und Sie können sagen, okay, wenn ich jetzt meinen One-Stop-Shop dort mache, dann kostet mich das um 2 Euro oder Pfund oder was auch immer. In dem Fall sind es noch Pfund mehr als da, aber dafür muss ich nicht herumfahren. Und das muss man sich mal vorstellen, wie das Gesamteinkaufsverhalten ändert. Da geht es nicht mehr nur um einen billigen Preis, ja, nicht mehr um ein Angebot, sondern jetzt sage ich, okay, das ist das, was ich heute brauche. Und vom Markus-Kenner brauche ich gar nicht reden, weil das kennen Sie ja alle, weil wenn meine Cornflakes oder was leer ist, dann mache ich ein Foto und es geht automatisch, ein Foto des Barcodes, es geht automatisch in meine Einkaufsliste und ich suche die Karten mit drauf. Und das heißt, beim Sparbild oder beim Marketing-Sender. Ja? Viel Spaß. Wunderschöne Beispiele von Codes, die wir alle hier einsetzen. Ein anderes Beispiel, das glaube ich noch nicht so ganz durchgesiedelt ist. Wer von Ihnen hat ein Android? Auf Android haben Sie ein Tool, das heißt Goggles. Das ist sozusagen wirklich das echte Auge des Smartphones. Sie machen mit Goggles eine Art Foto und Goggles erkennt, worum es sich handelt. Wir haben hier vorzugsweise einfach nur ein Weinetikett genommen. Wieder dasselbe, was ich Ihnen vorhin ähnlich gezeigt habe bei Bekleidung. Ob es heute eine Speisekarte ist in irgendeiner Sprache, ja, die ich als Text dann sofort ausweiten kann und mir übersetzen lassen kann. Höchst interessant. Ja. Also ich war jetzt vor ein paar Tagen in Paris und meine Speisekarte abfotografiert und haben wir es komplett durchübersetzt und habe gemerkt, dass ich doch einige Worte auch aus dieser Speisekarte nicht richtig übersetzt hätte, muss ich zugeben. Aber dank Goggles hat das funktioniert. Dasselbe Ding habe ich dann gemacht in einem Museum, habe das ein Gemälde von der Wand fotografiert und hat mir alles über dieses Gemälde gesagt. Ein und dasselbe Ding, ja? Muss man sich schon vorstellen. Das geht nicht in irgendeine andere Applikation hinein. Das ist eines, was alles kann. Und dann gehe ich über den Piccadilly Circus und mache ein Foto und das sagt mir alles über den Piccadilly Circus. Eine Entwicklung noch, auch nur dank der Cloud möglich. Den Spracheingang. Wenn Sie ein Android haben, das Gerät muss nicht mehr auf Ihre Sprache, auf Ihre Stimme getrimmt werden. Wenn man sich denkt, wie lange es gedauert hat, als man versucht hat, Spracheingabe irgendwie hinzubekommen am PC damals noch, ja, war scheinbar unüberbrückbar. Jedes Android-Handy kann das heute nahezu jeder sofort erkennen, mit einem sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeitsgrad, 100% würde nicht funktionieren, was hier gesagt wurde, ja, muss man sich vorstellen, und es auch gleich in Schriftzeichen bringt und dann auch die Übersetzung dazu. Und dann geht es auch wieder lustig, weil dann kann man das Ding auch sprechen lassen. Das heißt, über ein so ein Device können Sie reinsprechen, es übersetzen und das spricht dann in der jeweiligen anderen Sprache wieder seinem Gegenüber zu. So. Wer von Ihnen kennt Google Insights for Search? Die jetzt nicht aufgezeigt haben, nehmen Sie bitte heute eines mit, dieses Tool, das ich Ihnen zeigen werde. Es kostet nichts, jedermann, jedermann zugänglich. Es macht unheimlich Spaß und ich sage gerne, das ist so das Morgengebet des in der Wirtschaft oder in den Medien stehenden Menschen. Sie haben sich sicher schon oft gefragt, wonach suchen die Österreicher eigentlich? Ich möchte jetzt hier keine Großdemo machen aufgrund der Zeit. Ich glaube, das lässt es heute nicht ganz zu. Aber ich kann Ihnen zeigen, wo das Ding ist und was das Ding kann. Und ich kann Ihnen versprechen, Sie werden Spaß daran haben. Wir haben uns angeschaut, wird in Österreich mehr nach Bärlauch, Spargel oder Kürbis gesucht und dann wann? Und ich brauche das nicht zu erklären, aber Sie sehen genau, Spargel und Kürbis schließen einander aus. Nein. Aber, was Sie auch sehen, der Spargel ist um einiges höher als der Kürbis und der Bärlauch ist einen ganzen kurzen Blick. Basisgrenzen. Ja. Diese Zahlen sind kumuliert, das heißt, bei uns steigen die Suchanfragen immer um einen gewissen Prozentsatz an. Von Jahr zu Jahr werden es mehr. Und eine gerade Linie zeigt hier, das ist steigende Suchanfragen.
wenn der Spargel hier so ist und dann in den letzten Jahren noch ein bisschen in die Höhe geht, und heuer pumpt besonders, dann, und Sie haben Zugang zu Spargel, dann haben wir eine gute Vermarktungsidee. Sie sind am richtigen Anfang. Sie können hier einstellen Websuche, Bildersuche, News-Suche etc. Sie können das Land einstellen, inklusive Unterregion, einen Zeitraum, das kürzeste 7 Tage, wir sind mit den Ergebnissen hier 2 bis 3 Tage zurück. Und Sie können immer jede Wette gewinnen, wenn Sie sagen, was Sie in Österreich in den letzten 7 Tagen am aufsteigendsten gesucht haben. Ja? Wird niemand gegen Sie wetten, oder wenn, dann haben Sie mit Sicherheit gewonnen, wenn Sie das wissen. Und unten können Sie nach Kategorien einteilen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Sie auch hier Ihren Bereich definieren können. Und schauen wir uns mal an, was dieses Tool kann, und dann höre ich auch schon auf, weil jetzt blinkt es null. Was kann dieses Tool Schokolade und Diät? Auch hier Dinge, die sich vielleicht manchmal ausschließen, vor allem als gegen Weihnachten hin, sehen wir, das ist blau, das ist eigentlich natürlich relativ konstant ein Interesse weckt, ja, aber doch einen Peak hat, so gegen Jahresende, und dann die Suchanfragen so nach unten gehen zu diesem Thema, zum Thema Diät. Ja. Unheimlich spaßig. Ja. Und damals nur im 2004 waren es überhaupt nur weiter auseinander. Es hat sich ein bisschen angegliedert. Ich glaube, es ist nicht mehr so dieser Diätwahn aktuell. Auch das, glaube ich, können Sie sagen. Diät zeige ich Ihnen dann gleich was. Aber jetzt gehen wir noch einmal ein bisschen in die Produkte hinein. Wenn man immer sagt, ja, das ist wichtig. Ja, das ist nicht, was kommt hier vom Apple raus? Ja? Wir haben hier diesen Nokia N95 genommen, in blau, dümpelt so dahin. Wir wissen genau, dass N95 eingeführt wurde. Also ich meine, die brauchen Sie sehen. Ja. Ende 2007 kam dieses N95 zum ersten Mal als Thema heraus. Und dann kam das iPad. Und der iPod, immer gegen Weihnachten hin, ja, klassisches Geschenk, ja, das Thema. Auch das heißt noch nicht, wie sich das Stabfallen ist, aber es ist nicht explodierend. Und was ich Ihnen jetzt sagen will, das iPad hat mit Abstand, alles, was je da war am iPod, an Interesse überflügelt, um ein Vielfaches. Diese Dimensionen können Sie sehen. Da können Sie auch nochmal die ganze Grundgesamtheit, die wir dahinter haben, ja, die Anzahl der Internetnutzer, das ist relevant. Das heißt, das ist wirklich eine Markterhebung. Und wenn wir vom unberechenbaren Konsumenten sprechen, wenn Sie sich eine Viertelstunde mit dem Tool beschäftigen, werden Sie sehen, wie unberechenbar wir alle sind. Wir alle als Konsumenten und Interessierten sind. Und weil es auch schön in die Kampagnen, in die Werbung hineingeht, das müssen Sie sich vorstellen, wir haben hier eingegeben, frag doch den Inder. Es gibt Menschen oder gab Menschen da draußen, die eingegeben haben, frag doch den Inder. Und ein Jahr vorher hat man die Plauderdatei gegeben, ein Wort, das vorher in einem anderen Umfang existiert hat, aber in der Suche nahezu nicht zu finden war. Klassische Beispiele wie diese finden Sie zu jeder Werbekampagne. Und jetzt schauen wir uns das an, weil Sie können auch hier Länder vergleichen. Und wir haben vorhin von Diäten gesprochen. Es ist höchst interessant, die Franzosen suchen im Mai, wir haben uns jetzt ins Jahr 2009, im Mai ist für Sie Diät das absolute Thema. In Großbritannien ist es so, schlechtes Gewissen nach Weihnachten, das kennen wir. Beginnt im April, auch das kennen wir, dann wird es wärmer, denken vielleicht im Sommer. Und im Juni erstaunlicherweise haben wir einen Peak. Und jetzt schauen wir uns an, jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Tiefe und schauen uns an, was suchen die? Was suchen die Franzosen und was suchen die Engländer zum Thema Diät? Und stellen Sie sich mal die englische Küche vor und die französische Küche vor. Ja? Die Franzosen haben kalte Suppe gesucht, eine Erdbeersuppe gesucht, in verschiedenen Varianten. Ja? Sehr kreativ. Die Engländer haben gesucht, Homemade-Suppe. Gerade einmal die Karottensuppe, die da ein bisschen ist. Ja? Aber der Zugang ist ein ganz anderer. Und das ist wirklich genial. Das sehen Sie alles in diesem Tool. Ja? Das sind die Top-Rising Searches. Sie können das miteinander verbinden und Sie haben hier kulturelle Zusammenhänge. Wenn Sie einen Espresso suchen, weil wir heute hier einen Espresso haben, mit dem Zeitverlauf in Deutschland, sehen Sie die Kaufkraftvergleich der einzelnen Bundesländer. Ein Espresso hat begonnen in Bayern, ist dann auch ein bisschen nach Schleswig-Holstein gegangen, war im Osten ganz, ganz schwach vertreten. Erst 3 Jahre nach der Einführung von Espresso ist Berlin dazugekommen, wo es dann aufpoppt, ja, und ist nach wie vor der Osten weniger nachgefragt als in den reicheren Bundesländern.
ganz interessante Sache. Ich fasse zusammen, was sind die Themen, die wirklich wichtig sind. Mobil haben wir gesagt, individualisiert, ganz klar. User first, das ist etwas, was wir immer wieder vergessen. Wir denken viel zu sehr in unseren eigenen Unternehmen, wir denken viel zu sehr in unseren Botschaften, wir denken viel zu wenig in User. Social werden Sie heute noch viel hören, interaktiv selbstverständlich. Aber das Letzte ist mir noch ein bisschen wichtig, besser, schnell als perfekt. Es ist vieles, ausprobieren, machen einfach. Und Sie sehen, Sie bekommen sofort eine Reaktion. Und im Netz kostet es ganz, ganz wenig, außer ein bisschen Hirnschmalz und Zeit und Anstrengung. Damit sage ich Dankeschön.